und herzlich willkommen zur 8. Folge von Hermit Pack. Ja, letztes Mal gestorben, schön da unten. Was habe ich denn hier jetzt? Death Info. Das ist cool. Nee, da steht sogar drin, was ich im Inventar hatte. Ist ja interessant. So, ja, Todespunkt, der war da hinten. Schön in Tod gesprungen. Das ist ja doof. Aua. Ich wollte doch bloß ein bisschen Kohle hier holen. So. Unser Zeug haben wir wieder. Dann können wir uns jetzt an die Kohle machen. Ja. Der Tod war ein bisschen unnötig. Einfach schnell in den Tod gesprungen. Das gibt's nicht. Sowas sollte man nicht machen. Also ich empfehle das auch keinem. Hallo, ich will hier die Kohle haben. Weil so einfach ein bisschen doof, ja. Oh, hier hat's einen Haufen Kohle. Also hinter mir hat es ja auch noch Kohle. Da kriegen wir diesmal ordentlich was raus. Jut. Ist auch noch Kohle? Dann nehmen wir die doch auch mit. Ist mal ein bisschen gierig. Aber macht nichts, macht nichts. Manchmal darf man auch ein bisschen gierig sein. Was ich wirklich cool finde, ist diese komische Info-Teil, wo drin steht, was alles in meinem Inventar war. Ne? So weiß man einfach. Lohnt sich's da hinzugehen? Hatte ich da wirklich was dabei? Oder ist es unnötig? Da ist noch mehr Kohle. Was ist denn hier los? Oh, nicht schon wieder runterfallen. Ist noch mehr Kohle. Vermut bloß, dass gleich ein paar Zombies spawnen werden und die hauen mich bestimmt wieder runter, dass ich nochmal sterbe. Das wird bestimmt passieren. Ich weiß es. Wenn wir die Kohle alle abgebaut haben, dann sind wir auch erstmal zufrieden. Weil ich glaube, wir müssten Minimum ein Stack haben. Ja, über ein Stack. Apfelbäumchen immer noch nicht gewachsen. Was ist denn da los? So, eine Runde schlafen tut auch gut. Ah, danke. Ich sehe gerade, ich habe mein Kameraprogramm geupdatet. Wie 33 haben wir da schon. Ich glaube, wir machen uns noch einen Ofen. Ja, wir machen uns noch ein paar.
Ja, wobei, das war jetzt eigentlich unnötig, weil irgendwann haben wir Elektrizität und dann brauchen wir das gar nicht mehr. Hier war noch irgendwas drin. Klei haben wir da rein. Warte mal, nee, warte. Mit dem Clay machen wir uns nochmal so. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wie viel wir überhaupt brauchen. Na, Kohle. Kohle. Rinder. Eigentlich wollte ich hier noch ein bisschen terraformen. Jetzt an der neuen Stelle ist natürlich wieder langweilig, aber müssen wir auch wieder machen. Da brauchen wir Platz. Weiß ich nicht, ob ich das hier in den Keller bauen soll. Oder was wir da machen. Aber wir müssen auf jeden Fall Platz schaffen. Und lieber jetzt wie später irgendwann. Oder lieber machen wir das jetzt gleich richtig, wie dass wir später nochmal alles umbauen müssen. Und deshalb immer mein Credo Gas geben. Erst die Flächen ordentlich bauen. Oder erst entscheiden, wo man hinbauen will. Und dann das Häuschen. Aber ich werde jetzt mal die Tinkers Construct unten einfach in den Keller bauen. Und dann können wir später da einfach, keine Ahnung, das erste Stockwerk daraus machen oder wie auch immer. Ich wollte das eigentlich auf die Höhe bauen. Wobei ich mir gerade überlege, ob das sinnvoll ist. Oder ob man nicht gleich noch tiefer gehen soll. Dass wir auch wirklich im Keller sind, ja? Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir hier mal noch nach unten. Ich denke, später wird man hier. Wir machen das gleich richtig. Hier machen wir die Treppe nach unten. Und dann können wir uns nämlich darauf verlassen, dass es nachher auch schon passt. Dass wir nachher noch mal umbauen müssen. Ich glaube, so reicht das auch schon. Haben wir noch ein paar Fackeln? Drei, die ich oben abgebaut habe. Ja, das ist natürlich von Vorteil. F7. Wenn wir die Fackeln abreißen, die uns alles hier ausleuchten, ist das ziemlich doof. So. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Wir könnten es später vielleicht noch gebrauchen. Oder ist schon fertig. Machen wir mal so, wenn damit die Kohle da voll verbrannt wird. Sonst haben wir da Kohle minus gemacht. So, die behalten wir. Ich brauche sowieso Kohle. Oh, Fackeln. Haben wir wieder welche.
Ja, in dem einen Fleckchen wird hoffentlich niemand spawnen. Jetzt gucke ich gerade mal 2, 4, 5. Ich gehe nur noch 1 nach unten. Und auf die Höhe bauen wir unsere Tinkers Construct Dings da. Teil. Fallera. Da müssen wir natürlich noch einiges ausbauen. Ich denke, ich werde mir auch gleich noch mal eine Eisenspitzhacke machen, dass es hier ein bisschen schneller geht. Aber dann kommen wir ein bisschen schneller voran. Mache ich noch was zu essen? Nein. Gar nichts zu essen? Kann ja eigentlich nicht angehen. Ja, wir haben unsere Nahrungsvorsorge mal wieder vernachlässigt. Eigentlich hatte ich doch einen Wassereimer gemacht, oder nicht? Ah, doch da unten beim Bäumchen. Ja, der Apfelbaum ist gewachsen. Ja. Wir haben aber kein Knochenmehl. Das ist ein bisschen doof. Da müssen wir nämlich dann ein bisschen warten, bis das alles gewachsen ist. Ist das ein fertiger Apfel? Eigentlich ja. So, weiter, halt, Eisenspitzhacke. Sind die Füße immer schneller wie alles andere? Machen wir gleich 2. Wir haben es ja, wir haben es ja, wisst ihr? Wisst ihr? Ist ja Wurst. Wir gehen auch nochmal 1, 2 in die rechte Richtung. Wir können auch noch mehr in die Richtung gehen. Wir müssen nur dran denken, dass man an der Seite Platz lässt für eine Wand. Ich glaube, der muss 5x5 sein. Ne, 3x3 geht, glaube ich, auch. Wenn man aber Tinkers Construct Werkzeuge machen, ja? Die kann man nämlich so schön leveln. Hier eine Fackel, da eine Fackel. Da fackeln wir nicht lange. Da kommt eine Glasmauer hin.
Schlafen. Sand haben wir auch einiges abgebaut. Sehr schön. Und ich glaube, ich mache das 5x5. Wenn hier die Mauer hinkommt, dann brauche ich hier, dann brauche ich hier noch ein bisschen Platz. Ich vermute, da ist auch schon Ende. Da sind wir schon hier. Müssen wir nur gucken, dass wir hier genug Platz lassen. Also, hier kommt eine Mauer hin, da kommt eine Mauer hin. Dann machen wir zwei rein, dann kommt hier. Sind das jetzt fünf Blöcke? Ja. Nee, fünf ist ein bisschen groß, oder? Ich glaube, wir können auch drei machen. Ich habe so ein Ding noch nie gebaut. Echt jetzt, ohne Witz, Leute. Ich habe noch nie so ein Tinkers-Teil gebaut. Ich glaube, dass es normal immer so irgendwie aussieht. Spitzhacke hätte ich gern. Schön. So, was brauchen wir denn noch Tinker-mäßig? Da brauchen wir ja ein paar Sachen. Ich will mal gucken, ob da was gewachsen ist. Der Apfel ist noch nicht fertig. Kann ich die Bohnen einfach essen? Flachs. Bauen wir auch mal an. Und irgendwo waren das da auch noch. Da ist noch eine Bohne. Nein, kann ich nicht essen. Muss alles anbauen, was ich jetzt finde. Was ich nicht finde, kann ich leider nicht anbauen. Das war, glaube ich, der Flachs. Jawohl. Ich weiß zwar nicht, wo wir den ganzen Flachs brauchen, aber. So, was haben wir hier noch? Koffee. Kann ich auch nicht essen. Kann ich auch nicht anpflanzen. Coffee Beans. Die kann ich essen. Aber die geben mir bestimmt. Ne, geben mir keinen Effekt. Coffee Seeds. So, was machen wir jetzt? Hier gibt es auch keine Tiere, ja? Also, das ist ein bisschen doof. Da muss ich sagen, war der andere Bereich schöner. Hier haben wir noch ein paar Bohnen. So, mehr können wir nicht anbauen. Aber ich brauche was zu essen. Vollidiot! Vollidiot! Warum springst du nicht? Wenn du springst, landest du nicht da. Das. Ja, wobei, hey, mein Hunger ist vorbei, ja? Was soll's? Ja. Hunger haben wir jetzt keinen mehr.
Man muss schon ein bisschen dumm sein, um das so zu machen. Weil wenn man hier springt, dann funktioniert es. Dann ist es kein Problem. Ich höre ein Hühnchen. Und da hinten sehe ich Kühe. Da sehe ich Bienen. Schnell weg. Schnell weg vor den Bienen. Danke. Tut mir leid, dass ich euch schlachten muss, aber ich brauche euch zum Essen. So, das war's glaube ich schon. Das lassen wir jetzt mal so. Wir wollen ja nicht gleich alle hier verfuttern. Schon wieder geschafft. Wir sind schon wieder oben. Experience. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt haben wir schon wieder so ein Teil hier. Stacken die? Nee. Stacken natürlich nicht, weil sie unterschiedliche Informationen beinhalten. Das dahin und oh, Glas haben wir schon. Wie geht denn eine Schüssel? Gibt es hier überhaupt? Jawohl. Ein Stick und ein Eiern. So wie wir es kennen. Nein, wir brauchen ja schönes Glas. Nicht irgendwie so irgendwas. Wir nennen das hier. Bubble Glas. Und wir bauen hier. Wir bauen hier schon mit Glas. Nein! Zwei auch noch. Nein! Müssen wir wieder so viel Stein brennen? Das ist doch doof. Ich hau einfach mal ein Stack rein hier. Ein Stack rein da. Das Glas behalten wir auch mal hier. Und dann würde ich sagen, haben wir da schon wieder was diese Folge geschafft. Nämlich wir haben die Tinker's Construct Schmiede angefangen. Ich mach mal gerade nochmal Smeltery. Den Drain brauche ich, Fluid In and Output for the Smeltery. Und den Controller brauchen wir auch. Das kriegen wir sogar noch hin. Einmal so, einmal so. Kriegen wir doch nicht hin. Mann! Ich dachte, das reicht. Davon ein halbes. Ne, warte mal. Davon brauchen wir bloß ein Viertelstack. Und davon. Ne, davon brauchen wir sogar noch. Hä? Nein, davon brauchen wir auch ein halbes Stück. Und davon brauchen wir ein halbes Stück. Glaube ich. Nein, ich hab wieder das falsche Rezept im Kopf. So, 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 so und so. Und außenrum war, glaube ich, Gravel. Genau. Dann haben wir 64 Kraut. Und keine Kohle. Kraut da rein, Kohle da rein. Und so. Ich will das Ding da noch machen. Da geht noch nichts. Da geht noch nichts.
So. Warum geht es nicht? Ich werde mich informieren und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.